Oh ja, Gabriel macht dasselbe, was er eben gemacht hat. Lässt sich eine halbe Aktion Zeit, zielt und schießt. Auf einzelnes Feuer. Ja, auf ein einzelnes Ziel. Ja. Das wäre mit der 81 noch geschafft, aber kein Erfolgsgrad. Das heißt, keinen zusätzlichen Schaden. Mhm. Gib mir mal den Schaden. Was hast du für ein DS? 5 oder 3? 5. Gut, dann ist das auch wieder nur Horde. Ja, das sind zwei. Zwei explodierende. Ja, würfel gerne 2 neu. Ich nehme dir den trotzdem schon mal weg. Noch eine 10. Explodiert weiter. 35, 37 Schadenspunkte. Ja, auch der Schuss ist sehr genau gezielt. Der Kopf zerfetzt ebenso. Du siehst, wie kleine Tentakelauswüchse, die aus dem Mund gewachsen sind, das Rückenmodul von Bruder Ifrit nass spritzen. Als er sich gerade auf ihn stürzen wollte, wollte er sich da wohl irgendwie gerade am Tornister verbeißen. Jetzt siehst du, dass die Tentakelbruchstücke dann eben, ja, über den Tornister gesprenkelt werden. Nächste Kampfrunde. Das ist präzise. Tora. Dein Apetitarius. Ja. Ich würde zuerst hinter mir die als nächstes den Angriff nehmen. Mhm. Hast 4 Angriffe. Könntest im Prinzip, ja, weil die auch gleich weiter auf sich zustürmen. Meter. Ja, würfel einfach deine 4. Sturmangriff und dann gucken wir mal, was. 77, die 91 muss ich tatsächlich ausrichten. Sturmangriff war plus 10. Die 77 trifft? Passt. Selbst die 91 passt. Die 91? Mit dem Sturmangriff passt die noch. Okay, krass. Das passt. Du weißt schon, dass du Sturmangriff und Blitzschnell nicht kombinieren kannst. Ach ja, stimmt, das ging ja gar nicht. Ja, nee, dann trifft die 91 nicht richtig, habe ich nicht dran gedacht. Ja, nee, dann normal. Gut, dann nehme ich dir nur 3 weg. Dann nehme ich dir diese 3 weg und den anderen lasse ich stehen. Ja. Dann nach Tordal. Danke, dass du aufgepasst hast, sagt Octavius. Wilhelm. Hier oben ist noch großer Pulk. Ja, genau. Wilhelm sieht sich da. Man muss ja auch mal seine. Ja, vor allem in diesen Pulk solltest du nicht reinhämmern. Da würdest du auf alle Fälle Tordal und Ifrit treffen. Und wenn der Promethium-Tank auf dem Rücken explodiert hat, hat Ifrit ein Problem. Ist ein großartiger Schütze. Dann werde ich befördert werden zum Solo Devastator dieser Gruppe. Nein. 1. Einfach mal, ich habe auch ein 1 wie 0 gewürfelt. Ja, mein Fehler. Ich habe auch einen wie 0 gewürfelt. Ich dachte gerade schon. Eine 3. Okay, okay, dann. Ich jetzt wie viele nehme ich dir weg? Warte, das müssen 9 sein. Alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück wären das hier. Ja, 9 Stück? Ja. Krass. Aber warte mal, muss ich nicht mal so langsam nachladen? Nein. Marco. Schwerer Bolter wird nicht nachladen. Du hast einen Tornister hinten, an dem Tornister. Da hängt ja ein riesiges Energiemodul noch dran, wo automatisch die Boltpatronen reingeladen werden. Also du musst gar nicht nachladen. Du musst nur den Tornister irgendwann auswechseln. Okay. Ich weiß schon, für Benex den neuen Job, der trägt meinen Ersatztornister. Octavius. Ja, in den Tornister sind ja halt auch nur 60 Schuss drin. Also in dem großen Munitionstornister, der Devastator hat, sind 250 Schuss Muni für Bolterwaffen. Ja. Perfekt, dann habe ich geschossen, ich bin fertig. Das heißt, du kannst 25 Mal deine Salven machen. Octavius. Deine Vollautomatischen. Okay, Sturmbolter. Ja, ich halte drauf. Hm, du hast da noch eine Gruppe von 4 und einmal von 6. Ja, auf die 6er natürlich. Hm, weil die 4 ja gar nicht. Viel fein, viel eher. Schon wieder schlecht geschossen. Ja, aber ich habe vorhin vergessen, es gibt noch plus 20 wegen vollautomatisch. Dann hätte ich nämlich 111 und dann sind das 3 Erfolge. Ja, sind aber nur 3. Okay, dann nehme ich dir die äußeren hier weg. Nee, und dann sind das 6 Treffer. 6? Achso, weil doppelt. Ja. Sturm. Gut, ein links, ein rechts. Ja, sind 6 Stück. Dann nach Octavius ist Ifrit. Ja, nachdem hier mein lieber Bruder hier so schön alles freigewedelt hat, würde ich einmal rumschwenken und die letzten 4 über am Stehen nehmen. Okay.
Sind natürlich nicht ganz so schick. Ich würfel trotzdem einfach mal meinen Gewandheits 65. Ich krieg da keine Boni oder sowas drauf, dann ist es nicht geschafft. Kriegst sogar einen Malus drauf. Ich krieg sogar einen Malus drauf, ja, dann weißt du was, dann nehme ich dir die 4 auch weg. Und dann mit den anderen muss ich gerade mal schauen. Die müssen auf alle Fälle wieder 36 sprinten. Und wieder 36 und dann könntet ihr die in der nächsten Kampfrunde. Gabriel kann wieder einen alles vernichtenden Schuss setzen und Tordal sie dann wieder mit seinem Kettenschwert heranrauschend abschneiden. Sodass die nächste riesige Gruppe von Symbionten auf den Boden niedersinkt und innerhalb von sehr kurzer Zeit es wieder still wird, nachdem es gekreischt hat ohne Ende. Ich glaube, Bruder Ifrit, die Bäume müssen wir wohl uns auch entledigen. Ja, ich werde mich daran machen. Auch wenn es bedauerlich ist. Erst spar dir dein Ganzes für deine organischen Lebensformen aus. Ich denke, wenn wir die beseitigt haben, werden wir hier überall alles dem Erdboden gleich machen. Genug Promethium findet man sich. Hier, ja. Ich schlage vor, wir sollten dennoch einmal hoch an die Felsen gehen, ob wir nicht dort auch irgendwelche versteckten Eingänge oder etwas dergleichen finden. Ich werde den Stall hier noch fertig säubern, dann würde ich mich unten den Zelten widmen und dann können wir einmal nach Norden gehen. Einverstanden. Ja, so könnt ihr die nächste halbe Stunde damit verbringen, die Siedlungen niederzubrennen. Auch die Obstbäume werden nach und nach angezündet, mit viel Promethium getränkt und dann angezündet, sodass große schwarze Rauchsäulen nach und nach eben im gesamten Gebiet verklingen. Es gibt keine weiteren Symbionten, die euch Probleme bereiten. Noch vereinzelt den einen oder anderen, der dann aus seiner Höhle herausschaut und dann dem Kettenschwert von Tordal überantwortet wird. Aber ein einzelner Symbiont ist für euch keine Herausforderung. Bis dann irgendwann der Tornister von Ifrit klickt und nichts mehr an Promethium herausströmt. Du so ein bisschen nochmal gegenklopfst. Es tröpfelt dann noch ein bisschen heraus und dann ist der Tank tatsächlich leer. Dann. Was hatte die Sensor gesagt, von wegen, wo wir nachladen können? Im Norden. Ich glaube, da im Norden. Norden. Ne? Hier, da wo die Auranische Grenzwache steht. Ihr könnt auch jetzt sehen, wie zahlreiche Grenzwachen oben auf den Holztürmen stehen und über das Flammenmeer hinüberschauen, beziehungsweise über die Steine. Und dort relativ interessiert zu sehen, wie ihr jetzt diese rasenden Kreaturen vernichtet habt. Eine nach dem anderen, beziehungsweise die riesigen Horden, die sich dann dort versteckt haben. Kommt, und Brüder. Dann könntet ihr jetzt einmal Promethium auffüllen müssen. Während Ifrit nachleiht, würde ich oben an der Fels einfach mal so mich umschauen, ob es da Spuren von Höhlen oder sonst was dergleichen gibt. Ja, gib mir nochmal einen weiteren Wurf auf Aufmerksamkeit. Ja, Bruder Wilhelm und ich, wir sollten jetzt uns so langsam mal an dem Abstieg machen, denke ich. Ja, ich würde hier oben verbleiben, bis alle anderen wieder da sind und dann werde ich zuletzt absteigen. Nicht, dass die Viecher sich noch von irgendwo anschleichen. Wie du meinst. So, das sind... Ja, das reicht. Mhm. Du betrachtest dir die Felsen und guckst mal, ob es noch weitere von diesen Vorsprüngen gibt, wo sich dann eben auch die merkwürdigen Viecher verstecken können, aber findest laut deiner Nase auch nichts weiter. Und auch wenn du im Dorf umherstreichst, kannst du keine weiteren Hohlräume entdecken wie Wasserfälle oder Höhlen, die dort gegraben worden sind, außer derjenigen, die ihr bereits gefunden hattet. Also du bist der Meinung, es gibt nur noch diese Höhle, ansonsten nichts mehr. Also auch nicht der Wasserfall, den unser... Okay. Genau, also auch am Wasserfall gibt es keine weiteren ausgegrabenen Höhlen. Das ist ein kleiner Vorsprung gewesen. Du kannst da auch schadige Spuren von Grabungen entdecken, aber das ist zumindest nichts, was
wirklich hineingeht in den Fels. Also das ist, vielleicht sollte das mal eine neue Höhle werden, ist es aber noch nicht. Das heißt nicht einmal ein Hinweis darauf, dass es in diesem Ort jemals auch eine Königin oder etwas dergleichen hätte geben können. Hier nicht, nein. Nein, okay, das ihr, teile ich dann. Ja, ihr könnt euch, mit. Genau, ihr könnt euch dann noch ein bisschen weiter umsehen. Es gibt nicht mehr viel, was dann dem Prometheus stattgehalten hat. Die Agrax-Skelette habt ihr gesehen. Die wurden auch sorgsam abgenagt. Es gibt auch noch schartige Spuren an den Knochen. Es wurde also nicht nur getötet, sondern auch dann gefressen und der Biomasse hinzugefügt. Ihr könnt noch weitere Stallungen entdecken von Terratrixen, die da wohl gehalten worden sind. Die Menschen, die da wohl rausgestürmt worden sind, vielleicht haben sie auch den Symbiontenkuss erhalten, sind auch nicht weiter zu identifizieren. Nur noch blutige Fleischstücke, weil Wilhelm sie dann zerschossen hat. Und ja, so könntet ihr dann nach und nach heruntersteigen und nach vorne zu den Grenzwachen gehen, die euch dann auch entgegenkommen. Ich bin Heidal. Ich bin Anführer der Quarantänewache. Dürft ihr hier sein, Sternkrieger? Habt ihr die Erlaubnis von unserem Kehle? Euer Kehle hat uns erlaubt, herzukommen und uns um dieses Problem zu kümmern. Wir sind in heiliger Mission unterwegs. Und auch der Kaela hat unser Tun hier nicht angezweifelt. Er hat unsere Größe erkannt. Und ihr jetzt auch, Sterblicher. Habt ihr eine Jagdprüfung bestanden? Oder wie soll ich euch das glauben? Behaupten könnt ihr vieles. Ihr seid aufgetaucht in einem Donnervogel aus Metall. Wir haben eure Feuerpirscherin an Bord. Sie kann das bezeugen. Obwohl, es ist eine schwere Beleidigung, das Wort eines Space Marines anzuzweifeln. Mache das nochmal und du wirst bestraft. Das interessiert mich nicht. Ihr seid Sternkrieger von weit her. Und wenn ihr die Prüfung bestanden habt, dann habt ihr meinen Respekt. Mehr aber auch nicht. Dann behandle ich euch wie einen von mir, wie meinesgleichen. Aber ihr seid mir nicht überantwortet. Ihr seid nichts Besonderes. Wir haben euch gerade nur obsolet gemacht. Ihr werdet die Aufgabe der Quarantänewache nicht weiter antreten müssen. Wenn wir hier fertig sind, wird das keine Quarantänezone mehr sein. Es wird nur noch Feuer übrig sein. Okay, der wird sich etwas dabei gedacht haben, wenn ihr mit solchen Waffen hier auftaucht. Was liegt da für Ehre drin? Wenn wir die Prüfung bestanden haben, komme ich dann von der Seite. Stapfend. Ich denke, die Klaue eines eurer Kreaturen ist Beweis genug. Ich habe sie mit meinen bloßen Händen erschlagen. Ohne diese Rüstung aus Metall, Sternkrieger. Natürlich. Ihr zweifelt meine Ehre an? Ich zweifle sie nicht an. Aber ich stelle Fragen. Ein jeder von uns ist auch ohne seine Rüstung und Waffen Hunderten von euch überlegen. Wir sind die Söhne der Söhne des Imperators. Er dreht sich dabei einmal um und blickt zu einer Statue. Dann dreht er sich wieder zu euch. Gabriel, bei euch diese Statue ebenfalls. Welche ist hier aufgestellt? Du siehst, dass auch diese Statue beschädigt ist, aber im Gegensatz zu der zweiten Legion kann man sie noch identifizieren. Du musst trotzdem etwas herantreten. Du siehst abgebrochene Flügel. Die Flügel liegen nicht auf dem Boden, aber das muss Sanguinius sein. Und wenn du dann herantrittst, kannst du auch die Zahl 9 daran erkennen und Blood Angels. Also hier wird diese Siedlung wohl von Sanguinius bewacht. Oder wurde. Zumindest kein Nightlord. Betet ihr zu ihm? Im Sohn des Imperators? Zu den 20. Ja. Nun, ich bin Gabriel von den Dark Angel. Unser Ordensmeister, unser Patriarch, ist der Erste,
der große Lionel Johnson, der Löwe. Auch seine Statue habe ich hier gesehen und wir haben Vertreter aller weiteren großen Söhne der Patriarchen in unseren Reihen. Wir sind hier, um euch zum Imperium zu führen, in das Licht des Imperators. Und wenn wir euch erst retten müssen, damit ihr das einseht, dann werden wir dies tun. Bedenke, Hauptmann, ich spreche diesen Eingeborenen an. Mhm. Diese Götter, die ihr verehrt, sind unsere Väter. Jeder Orden hat seinen eigenen. Missversteht mich nicht. Ihr habt die Jagdprüfung geschafft. Ihr mögt fähige Krieger sein. Aber ihr seid nicht besser als ich. Ihr habt also Alkedre mit dabei. Die Sinsar. Gut. Was wollt ihr nun von uns? Wir benötigen nur weiteres Promethium für einen unserer Brüder, damit wir auch den Rest der Anlage erforschen können. Er blickt zu Ifrit, tritt dann an ein großes, hölzernes Lagerhaus heran, was wohl für kürzere Zeit erst erbaut worden ist, und weist dann verschiedene Quarantänewachen heran, die dann große Fässer mit Promethium holen. Die stellen sie dann ab. Es sind jetzt drei Stück, die vor euch abgestellt sind, und nickt euch zu. Wenn ihr diesen Ring aus Feuer obsolet macht, dann tut euer Werk. Dann würde ich herantreten. Ich gehe ja mal davon aus, dass mein Tornister eine Auffüllvorrichtung aufweist. Also du kannst den Tornister abkoppeln, öffnest dann auf der oberen Seite einfach das Behältnis. Du kannst dann das rohe Promethium reinkippen. Das wird da trotzdem durchfließen. Also es ist halt nicht das hochraffinerierte vom oder auch geheiligte Maschinenöl oder sowas. Also es ist kein geheiligtes Promethium vom Mechanikum, sondern einfach dieses roh raffinerierte oder nicht raffinerierte Öl. Aber das du kannst da alles durchjagen, das weißt du. Es verbraucht sich dann vielleicht ein bisschen schneller. Ich spreche dabei eine kleine Liturgie, vor allem um den Maschinengeist zu besänftigen, dass er mir verzeihen möchte. Möge lediglich mit diesem minderwertigen Promethium gespeist wird. Ja, fließt natürlich auch viel daneben. Und nachdem du eineinhalb Fässer dann in deinen Tank wieder reingeleert hast, kannst du ja vor allem dann Bruder Wilhelm wohl darum bitten, dass das dir wieder einhängt, weil der sich damit auskennt, auch wenn er selber mit dem Bolter schießt und ich mit dem Flammenwerfer, aber als Devastator kennt man sich selbstverständlich mit der heiligen Rüstung aus. Sodass, ja, nach grob 10 Minuten, es klickt wieder, du sprühst wieder, siehst wieder, wie die Tropfen mehr und mehr werden, und dann gibt es einen Flammenstrahl in die Luft, und du weißt, du bist wieder einsatzbereit. Nun, Brüder, lasst uns den restlichen Makel reinigen, Asche verbrennen. Naja, dann sollten wir zuerst die Höhle überprüfen, richtig? Richtig. Es gibt nichts. Dann werden wir die Höhle freilegen. Du, und ich deute auf den, der sich als Hauptmann hervorgetan hat, du kommst mit. Ja, er nickt. Bei meiner Ehre. Und dann rücken wir zur Höhle vor. Gut. Wie genau ist die verbarrikadiert? Können wir die einfach mit unseren Servorüstungen, wenn wir zu zweit oder zu dritt anpacken, einfach freiheben? Also, aufsprengen? Nein. Also du siehst, da ist ein Eingang eben in den Fels hinein, ohne Probleme. Da gab es eben, wie gesagt, so eine Verbarrikadierung, als ob sich jemand in diesen Höhlengang vor einiger Zeit gestellt hat und von dort aus dann rausgeschossen hat, vielleicht auch eben hier gegengelehnt, gegen die hölzerne Palisade. Das ist aber vor langer Zeit eben gewesen. Und es gibt mittlerweile nicht mal mehr Leichen, die du zumindest hier erkennen kannst. Das Blut siehst du zwar noch ausgetrocknet dort, aber ja, da ist kein richtiger Eingang vor, keine Tür. Naja, Bruder Tordal, ich nehme an, du solltest vorgehen. So sei es. Ja. Gezückt mit Axt und Energieschwert. Trete ich dann vorsichtig rein und höre auf meine Sinne. Aufmerksamkeit.
Ich würde tatsächlich sogar im vorderen Bereich erstmal schauen, ob ich da Spuren finde von unterschiedlichen oder nur von den Kreaturen. Mhm. Und dann halt danach einmal mache ich jetzt Spurenwurf. Ja, das sind 5 Erfolge, 4 Spuren lesen. Und das zweite ist dann, ach Gott. Jo. Du hast dich gerade abgekniet, direkt am Eingang, schnüffelst ein bisschen, lässt deine Ohren hineinhorchen, verreibst so ein bisschen diesen Sand, der unter dir knirscht. Und ich dann möchte ihm währenddessen Deckung geben. Es ist mehr so ein Gefühl. Du ziehst deinen Kopf nach hinten, fällst fast nach hinten dann eben auf deinen Arsch, kannst dich noch abdrehen und siehst dann, wie ein Millimeter vor dir eine Sensenklaue in den Boden hackt, die dir normalerweise, die hätte dich komplett aufgenagelt. Und dann erhebt sich aus der absoluten Finsternis und Dunkelheit ein Liktor. Ihr könnt seinen peitschenden Schwanz erkennen. Und dann gucke ich mal, wie eure Initiative und wie meine Initiative aussieht. Neuwürfel? Ja, auf alle Fälle bitte. Denn der Liktor hat andere Werte als die einfachen Viecher. Das schippe ich. Beim Schippen kann man einfach neu würfeln oder gab es dann eine besondere Funktion? Wollte das nachschauen, aber hatte ich nicht. Neu würfeln geht oder du kannst auch irgendwie deinen Erfolgs verbessern oder sowas, aber bei Inni kannst du, glaube ich, nur neu würfeln. Ja, Tordal, dann bist du wieder als erstes dran. Kannst dich, wie gesagt, mehr aus deinem Gefühl heraus, als dass du es gesehen, gerochen oder gehört hast, abdrehen, sodass die Klaue neben dir in den Boden stiebt und siehst auch, wie eine zweite direkt hinterher geflogen kommt und dann der schartige Schwanz auch in deine Richtung geschlagen wird. Ein Liktor.